Guten Tag. Guten Tag. Sie sind Herr Faham, der Auszubildende? Ja. Hallo, ich grüße Sie. Ich bin Herr Abbasi, der Ausbilder. Hallo. Herr Abbasi. Hallo, Herr Faham. Schön, Sie hier zu sehen. Ja. Herr Faham, was machen Sie? Ich versuche, Sie zu begrüßen. Okay. Die Begrüßung per Handschlag ist in vielen Ländern üblich. In anderen Kulturkreisen gibt es andere Rituale. Was für den einen selbstverständlich ist, kann dem anderen fremd oder sogar unangenehm sein. Begrüßung ist nicht nur eine technische Angelegenheit, es ist eine sehr wichtige Angelegenheit. Vor allem auch, wenn Menschen in einem neuen Land sind, ist es in der Regel so, dass sie sich auch an das neue Land anpassen. Sie schauen auch drauf, wie in Deutschland zum Beispiel begrüßt wird. Und die allermeisten sind auch bereit, sich dann anzupassen. Aber ist trotzdem wichtig, ist auch kulturell unterschiedlich. Bei Franzosen wissen wir zum Beispiel, dass sie sich dann begrüßen und auch dann sich küssen. Dreimal zum Beispiel bei Türkeistimmigen wissen wir, dass auch sich Männer auch küssen, zweimal, einmal auf die rechte und einmal auf die linke Backe. Und das kommt immer darauf an, in welchem Kontext wir stehen. Bei der Begrüßung ist der erste Eindruck entscheidend. Wir haben auf der einen Seite die verbale Ebene mit der Sprache, mit der Ausdrucksform und auf der anderen Seite die nonverbale Ebene mit der Körpersprache, mit der Gestik und mit der Mimik. Manche Männer sind sich unsicher, ob sie mir die Hand geben wollen. Es ist ja nicht in allen Ländern üblich, dass Männer und Frauen sich per Händeschütteln grüßen. Da spielt die Religion eine Rolle. Ich gebe im Betrieb jedem die Hand. Draußen ist das jedoch anders. In Deutschland hängen wir uns sehr an den Formalitäten auf und achten sehr darauf, ob wir jemanden duzen oder siezen, ob wir ihn mit dem Vor- oder Nachnamen ansprechen und ob wir den richtigen Titel verwenden. Viel wichtiger ist aber, wie man jemanden anspricht und begrüßt, als was man dabei sagt. Ich kenne es aus meiner Heimat, dass Männer sich bei der Begrüßung umarmen. Aber bei den Frauen ist es anders. Da werden sie kurz angelächelt. Bei der nonverbalen Ebene kommt es sehr häufig zu krampfhaften Situationen bei der Begrüßung. Das entsteht dadurch, dass wir durch kulturelle Vorstellungen einfach sehr verschiedene Bilder von der Begrüßung haben. Beispielsweise gibt es Kulturen, wo man sich sehr distanziert begrüßt, zum Beispiel mit einer leichten Verbeugung. Wir haben auch Kulturen, die sich mit einem Wangenkuss begrüßen oder sich sehr innig umarmen. In Guinea muss man nicht der Gegenüber bei der Begrüßung in die Augen sehen. Das findet man in Deutschland merkwürdig. Ich habe die Erfahrung gemacht, um in einem professionellen Rahmen zu bleiben bei der Begrüßung von jungen Geflüchteten, einfach offen in der Körpersprache zu sein und die Jugendlichen mit einem freundlichen Lächeln zu begrüßen. Gerade zu Beginn, jeder, der eine Ausbildung anfängt, weiß nie so wirklich, wie mache ich das jetzt? Ich habe da jemanden ranghören, ja, aber duzt sich den oder sieht sich den? Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass gerade bei Geflüchteten das der Punkt ist, dass sie sich denken, okay, das ist jetzt mein Chef, der gibt mir die Chance meines Lebens und der wird gesiezt. Und da ist es dann öfter so, dass man vielleicht dann auch, dass die Geflüchteten als Vorreiter gesehen werden oder vielleicht sogar als Vorbilder und man voneinander lernen kann. Denn dann gerade die hier aus Deutschland kommen, die sehen das und haben dann da weniger Probleme mit, weil es ziehen dann alle mit. Natürlich gibt es kein Patentrezept für das erste Gespräch. Man sollte den Azubi auf jeden Fall aber willkommen heißen, sich selbst vorstellen, Tätigkeiten und Funktionen im Betrieb erklären. In den Betrieb einführen sollte man auf jeden Fall, was Arbeitszeiten, Arbeitskleidung, Verhaltensregeln angehen. Man sollte den Azubi von sich erzählen lassen. Das baut Scheu und Schüchternheit ab und baut gleichzeitig Vertrauen auf. Man sollte aber auch darauf achten, dass man im ersten Gespräch nicht gleich alle Themen anspricht. Bei Geflüchteten ist beispielsweise kein schönes Thema Fluchtursache, weil man weiß ja nicht, was jemand erlebt hat. Es kann sein, dass jemand unterwegs schreckliche Sachen erlebt hat. Im Übrigen ist es auch für den Fragesteller nicht so gut. Es kann sein, dass etwas erzählt wird, womit ich nicht umgehen kann, was ich auch nicht weiß, wie ich das verarbeiten soll. Deshalb würde ich empfehlen, solche Themen am Anfang wegzulassen, es sei denn, jemand erzählt das von sich aus. Gute Themen sind zum Beispiel die deutsche Pünktlichkeit, was den Menschen sehr schnell auffällt, dass die S-Bahn zu pünktlich kommt, auf die Sekunde genau. Das ist ein gutes Thema, was auch ein sehr gutes Thema ist, das unbeständige deutsche Wetter. Diese Themen sind für den Anfang ganz gut.